Ernüchterung auf der Bilanzpressekonferenz des Jobcenters Dessau-Roßlau am Dienstagvormittag. Das Jahr 2012 brachte für die Behörde und ihren Leiter Jens Krause massive Einschnitte. Zum einen gab es weniger Geld, zum anderen sank die Vermittlungsquote der Behörde. Insgesamt muss man sagen, hatten wir ein weniger erfolgreiches Jahr aus. Verglichen mit dem Jahre 2011. Hier hatten wir mehr als 2000 Integrationen in den ersten Arbeitsmarkt zu verzeichnen. Da sind wir im letzten Jahr etwas drunter geblieben. Genau genommen 1934 Integrationen haben wir im Jahresverlauf des Jahres 2012 hinbekommen. Aber das Ergebnis lässt sich doch, glaube ich, sehen. Und auch im Jobcenter ist das Thema Mindestlohn kein Unbekanntes. 34% aller Erwerbstätigen beziehen Arbeitslosengeld II. 21% von ihnen verdienen zwischen 400 und 800 Euro. 42% gar unter 400 Euro. 200 Selbstständige beziehen in Dessau-Roßlau Hartz IV-Geld. Große Herausforderungen stehen für das Jobcenter in Zukunft an. Krause verriet welche. Für das Jahr 2013 haben wir von der Bundesregierung ein neues geschäftspolitisches Feld bekommen. Im Rahmen oder im Kontext der demografischen Entwicklung muss man sich dem Thema Langzeitarbeitslosigkeit sicherlich noch etwas intensiver nähern. Wir haben nicht mehr genügend Jugendliche, die also in Ausbildungsplätze oder auf Arbeitsplätze einmünden. Hier muss man jetzt mal gucken, und das ist der Auftrag der Bundesregierung, sich mit den unter 35-Jährigen in unserem Bestand einmal auseinanderzusetzen. Hier haben wir insgesamt mehr als 400 Jugendliche oder junge Erwachsene, die zwar einen Schulabschluss haben, aber keinen Berufsabschluss. Die werden wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten uns etwas näher ansehen, werden intensive Gespräche führen, werden auch mit Arbeitgebern Kontakt aufnehmen, damit man möglicherweise hier diese jungen Erwachsenen in Erstausbildung einmünden lässt. In Dessau-Roßlau sind 300 Jugendliche ohne Job. Eine Tatsache, die es zu bekämpfen gilt, gerade in Bezug auf den demografischen Wandel. Keine Stadt ist im Altersdurchschnitt älter als Dessau-Roßlau. Mehr als ein Drittel der Leistungsempfänger sind älter als 50 Jahre. Hier soll das Programm Perspektive 50 Plus eingreifen. Alle Informationen dazu gibt es nun auf der extra neu gestalteten Homepage. Ja, wir haben uns also seit Jahren schon damit beschäftigt, eine eigene Internetseite auf den Weg zu bringen. Wir waren also in der Vergangenheit auf mehreren Seiten präsent in Form von Verlinkungen. Aber wir haben uns immer wieder gesagt, das ist relativ schwierig zu finden. Und derjenige, der gezielt das Jobcenter Dessau-Roßlau suchen möchte im Internet, im Netz, der findet uns beispielsweise in der Google-Suchmaschine jetzt direkt unter dem Namen. Und wir haben hier alle Informationen zusammengetragen, die für alle Beteiligten des Arbeitsmarktes im Übrigen interessant sind. Also nicht nur für den Antragsteller, sondern auch für Arbeitgeber, für Jugendliche, für jeden, der irgendwas oder irgendwie mit Dessau-Roßlau in Berührung kommt. Man findet das im Übrigen auch im Internet, wenn man Dessau-Roßlau eingibt und sucht ohne den Jobsender, dann kommt man natürlich auch dahin. Besonders bitter empfand Krause im Übrigen die Reduzierung der finanziellen Mittel für Maßnahmen auf dem zweiten Arbeitsmarkt. Wert solle mit weniger Mitteln darauf gelegt werden, Bedarfsgemeinschaften in den ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln. Allerdings dürfte das angesichts der wirtschaftlichen Ansiedlung in dieser Region ein Problem darstellen.